Ja, Hoffnung macht den 300 Mannheimer Auswärtsfans auch die Startelf-Rückkehr von Marc Schnatterer hier unten. Der Routinier neben Rossipal und Ekinsche, einer von drei Neuen in der Startelf von Waldhof-Coach Christian Neithardt. Für Schnatterer ist es der erste Startelf-Einsatz nach seinem auskurierten Muskelfaserriss. Mannheim gegen die Krise in der Fremde in Weiß müht sich ins Spiel gegen den FCI mit Alexander Rossipal. Er, wie gesagt, neu drin. Siegert auf Bahn, aber der spritzt Sapai dazwischen. Und dann ist Testroth im Duell gegen Siegert. Der rutscht weg. Testroth, aber Behrens ist da. Achte Minute und Mannheims Schlussmann muss erstmals ran. Zweitliga-Absteiger Ingolstadt mit Sandhausen-Neuzugang Pascal Testroth. Die Schanzer seit einem Monat ohne Ligasieg, aber Mannheim bietet den Gastgebern Räume an zu Beginn. Brackelmann bleibt hier stabil und dann in die Schnittstelle auf Franke, der auf Testroth gegen den Mannheimer Beinewald. Aber Dumbuya ist noch da und die nächste Chance für Ingolstadt. Siegert rettet vor der Linie. Die Waldhof-Defensive zu Beginn nicht sattelfest. Testroth kriegt den noch rübergelegt, aber Siegert ist dann da. Rüdiger Rehm zufrieden, der Ingolstädter Trainer, mit dem Start seines Teams. Der Waldhof braucht 20 Minuten, um erstmals gefährlich zu werden. Dann eben Marc Schnatterer. Jans hinterläuft und bringt den gut rüber auf Ekinsche. Da ist sie, die erste Großchance für die Gäste. Jans, der Neuzugang aus Rotterdam, heute Rechtsverteidiger mit klasse Hereingabe. Barış Ekinsche für Kota in der Partie, der Abschluss dann nicht zu 100% richtig getankt. Die Partie danach ausgeglichener, aber die Schanzer mit mehr Spielanteil. Und Mannheim defensiv immer wieder mit Einladung. Riedel auf Behrens, der etwas bedrängt von Dumbuya. Riedel ungenau, Franke dazwischen und Dumbuya. Kein Problem für Behrens. Musa Dumbuya häufig in Aktion. Der Stürmer aus Guinea kam von Zweitligist Hannover 96. Vom Waldhof kommt in dieser Phase zu wenig, trotz des besten Drittligastarts der Vereinsgeschichte mit 13 Punkten aus 7 Spielen. Wieder die Gastgeber, Testroth, klasse Ball auf Kostli und der will dann Elfmeter. Der Ex-Waldhöfer im Sommer zum FCI gewechselt, aber Schnatterers Armeinsatz für mich zu wenig. Kostli geht so schon runter, um den Ball zu erwischen in der 33. Minute. Weiter ein eher müdes 0:0, 2 Minuten vor der Pause schickt sich dann Waldhof nochmal an, über die linke Seite, besser gesagt Barış Ekinsche mit guter Geschwindigkeit, guten Körpereinsatz und dann hat er noch was Kreatives im Fuß auf Martinovic, aber kein Problem für Marius Funk, beste Mannheimer Kombination, kein Abseits von Mannheims Torjäger Dominik Martinovic, aber er trifft den Ball danach nicht voll. So bleibt es bei der Nullnummer. Zur Halbzeit wenig geboten offensiv vom Waldhof. Mannheims Fans deutlich energetischer als die Offensive ihres Teams. Aber nach der Pause der Waldhof mit anderer Körpersprache, präsent in den Zweikämpfen und dann mit Schwung nach vorne. Schnatterer. Schnell und schnörkellos. Martinovic lässt abtropfen. Tass wieder Martinovic. Macht das Spiel dann breit. Da ist Bentley Baxter Bahn, aber Marius Funk, einst beim VfB Stuttgart ausgebildet, entschärft ihn im Volleyballstil. Inzwischen schüttet so richtig in Ingolstadt und mit dem Regen kommen die Chancen. Mehr Feuer jetzt drin im Spiel. Ecke Schnatterer. 52. Minute. Der wird gefährlich. Aber Ingolstadt kriegt es dann bereinigt. Sapai. Und dann kein Weißer mehr da. Bahn fällt, aber das Spiel läuft weiter. Tobias Beck, der Däne, erzielte die letzten 4 Saisontore für Ingolstadt, nicht vom Ball zu trennen. Auch hier bleibt er am Ball. Dann noch auf Testroth raus. Pascal Testroth, Ball ist noch gefährlich. Und dann kullert er ans Gebell. Ganz tief durchatmen bei Mannheim. Sapai im Fokus. Aber der war es gar nicht, sondern die Fußspitze von Marcel Franke, der hier noch entscheidend drankommt. Ein Ei lässt Mannheim schwitzen. 53. Minute, Christian Neithardt, Mannheimer, aber trotz der Szene eben besser drin als noch vor der Pause. Kriegen sie die Auswärtsschwäche heute in den Griff. Wieder Tass
sucht und findet über Umwege Dominik Martinovic. Das startet dann durch. In der Mitte läuft er ein, Martinovic aber macht selbst. Und das ist nicht gut genug. Ohne Abschlussglück heute Dominik Martinovic. Kurz danach ist dann Schluss für Marc Schnatterer. Konnte nicht die Mega-Impulse setzen, trotzdem gute Ansätze gezeigt. Für ihn kommt Pascal Sohm in die Partie. Außerdem Dominik Kota für Ekinger. 3 Minuten danach dann folgende Szene. Mannheim im Vorwärtsgang. Da ist Kostli. Tass reklamiert, dass der Ball im Aus ist. Geht aber weiter. Und dann Höger gegen Lugicki. Lugicki fällt. Es gibt den Freistoß. Und es gibt dazu Rot für Marco Höger. Schiedsrichter Robin Braun kennt keine Gnade. Ja, es ist ein Foul, aber Riedel war ja da noch mitgelaufen. Gelbe Karte meinetwegen, aber das ist zu hart für einen Platzverweis. Höger muss runter und es gibt Freistoß für Ingolstadt. Aus guter Position Tobias Beck aus Ingolstadt, 69. Minute. Ein wirklich schönes Tor, aber natürlich eins mit Beigeschmack. Beck hat jetzt die letzten 5 Ingolstädter Ligatore erzielt und das in nur 6 Spielen. Behrens kann da nicht mehr allzu viel machen. Aber der Platzverweis war des Guten zu viel. Und auch deswegen bleibt es jetzt hitzig im Ingolstädter Dauerregen. Beck, der Torschütze mit dem Ballverlust, geht dann hinterher und fault dann hier vor der Mannheimer Bank. Bahn, alle Mannheimer auf den Beinen. Gibt's aber die gelbe Karte nur. Mannheim hatte sich mehr erhofft. Beck wird kurz danach ausgewechselt, der Torschütze. 5 Minuten Nachspielzeit und nochmal eine Chance für Mannheim. Behrens mit vorne. Gegen Bayreuth haben sie ja zuletzt spät noch getroffen, das Siegtor erzielt. Wie sieht's jetzt aus? Bahn nimmt nochmal Anlauf, legt ihn sich auf den linken und da ist Keita Ruel. Da war sie, die große Ausgleichschance für den Joker Daniel Keita Ruel. Aber das war's dann. Die Mannheimer Auswärtsmisere geht weiter. Nach dem 0:1 gibt es großen Diskussionsbedarf. Ein handeltypischer Zweikampf. Vielleicht kann man da gelb geben und Freistoß, aber dazu kommt, dass noch ein Mitspieler von mir mit Jule Riedel völlig in der Nähe ist. Der Ball hoch titscht. Also der hätte definitiv geklärt werden können. Habe ich nicht so ganz Verständnis für. Schiedsrichter war in der Situation wie in einigen anderen vielleicht auch ein bisschen überfordert. Für mich keine rote Karte und vor allen Dingen geht der Feuer erst an der Brust, will gelb geben und dann entscheidet er sich um. Keine Ahnung, müsste man den Schiedsrichter fragen, warum er es gemacht hat, wenn er sich die Bilder anguckt. Denke ich, wird er erkennen, dass er verkehrt lag. Waldhof Mannheim hat auswärts offensiv mal wieder zu wenig gezeigt, was aber heute auch und vor allem hängen bleibt, ist die Fehlentscheidung vor dem entscheidenden Tor.